Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed. Die Hot-Mission nenne ich es jetzt mal. Ja, in der letzten Folge haben wir ganz kurz Luke Skywalker gesehen und haben ihn ein bisschen verprügelt und hinterhergelaufen. Und seitdem suchen wir wiederzufinden und jetzt hatten wir hier leichtere Schwierigkeiten. Da ist er ja! Schützt die Prinzessin! Ach, die ist da drin, die Leia. Warte, die haben wir ja eigentlich mal gerettet im vorigen Teil. Ich will die ganzen scheiß Scharfschützen hier wegmachen, die sind ja richtig nett. Gib mir weiter Deckung! Ruhe! So, den haben wir auch erstmal ausgeschaltet. Da ist das Geschütz schön in Ruhe, mein Bruder. Hier aufräumen. Da hinten. Entschuldigen Sie, darf ich mal ganz kurz durch? Eieiei. Wie seid ihr eigentlich hier hochgerollt? Ich sehe nicht mal Leitern. Den Typen einfach mal bis an die Wand. Hey, ist doch gar kein EM-Geschütz mehr gewesen. Wie konntest du damit ballern? Das ist doch kaputt. Ach ja. Das Spiel war ja nicht ganz bugfrei. Mehr Leute. Ganz schön viereckig die Wände hier plötzlich. Wo komme ich wieder raus? Wo ist der scheiß Scharfschütze? Erstmal nehme ich das da mit. So, Problem solved. So. Dass du bestimmt auch hier hinter dran klatscht. Oder irgendwelche Steine wahrscheinlich reinschmeißen oder Leute. Nein, die Leute, die verbrennen einfach nur. Entschuldigen Sie. Magst du mir nochmal helfen? Danke. Okay, das interessiert es gar nicht. Dann halt irgendwie so. Das Spiel will, dass wir da Zeug reinstopfen. Mach gleich Boom! Das Ganze gleich zweimal, na herzlichen Dank. Wie langsam die Steine aus sich da reinschmeißen kann. Ach Junge. Was ist denn gegen, dass das ganze Zeug darunter gefallen ist?
Ah, weil er von den Raumschiffen da reindonnert, okay. Daran habe ich gar nicht gedacht, dass das auch gehen könnte. Pfff, Pussys. Und ihr denkt, da komme ich nicht rein? Das habe ich mir schon gedacht. Da war ein Loop dahinter, dieser Camper. Und der nutzt die Macht her. Ich werde nicht vor meinem Schicksal davonlaufen. Oder vor dir. Diesmal weiß ich, wie ich dich. Ja, komm schon. Du machst mich wütend. Ja, genau. Und da kommst du zur dunklen Seite gemacht. Hoppala! Quicktime Events. Autsch. Jetzt werde ich dich vernichten, Skywalker, wie ich deinen Vater vernichtet habe. Nein! Das hat jetzt dein Du hast Ende. Aber Vader gar nicht vernichtet. Der Imperator hätte einen stärkeren schicken sollen. Meinst du? Gefallener Luke. Okay, das ist neu. Das passt so gar nicht in den Kontext von dem normalen Cinematic Universe. Ich kann die dunkle Seite gegen mich nutzen. Oh, okay. Na ja, gut, das kann ich auch. Oder welchen Vater meint er denn? Oder... Ich dachte, Vader ist ja eigentlich Lukes Vater. Autsch. Ich werde dich töten. Okay, das kann ich, das kann ich, das kann ich. Wenn diese Quick Time Events. Jetzt hat er Luke eine Hand verloren. Er hat die Hand doch auf der Wolkenstadt verloren. Aber Luke hat seine Hand auf der Wolkenstadt verloren, Mann. Sehr gut. Mein Lehrling. Mein Lehrling? Starkiller macht sich... Hä? Das macht keinen Sinn.
Okay, wow, das war's halt auch schon mit Hut. Naja, haben wir noch zwei andere, die wahrscheinlich genauso keinen Sinn ergeben werden im Kontext der gesamten. Ich meine, der erste Star Wars, der Hauptstory des Teil, der ließ sich ja noch irgendwie mit den Filmen und sowas vereinbaren. Das, ich meine, ja, das kann meinetwegen im Hintergrund passiert sein. Das ist halt so, dass es halt anfängt zu einem Zeitpunkt, wo es ganz gut reinpasst und aufhört zu einem Zeitpunkt und danach ist es halt nicht weiter relevant, weil es halt einfach aufhört, bevor der erste Film anfängt, so nach dem Motto. Oder es kann halt sein, während der neue Todesstern gebaut wurde, nachdem er schon mal einmal zerstört wurde. Aber Luke war nie Lehrling von irgendeinem Fiss. Bei Yoda aus seinem komischen Stein da rumgehockt und in einem Weltraum ein bisschen im Sumpf rumgespielt. Naja. Das waren jetzt auch nur streng genommen 30 Minuten, ne? Plus minus Fail. Ja, ist eine kurze Folge, tut mir leid. Ich hätte auch gehofft, dass das ein bisschen länger ist. Ich meine, das war jetzt irgendwie wirklich schnell. Du kommst da rein, verprügelst Luke, gehst ein bisschen weiter, verprügelst Luke nochmal und dann warst schon. Und Leia kommt da gerade noch so fliehen mit ihrem. Falken und so, aber Luke hat seine Hand doch woanders verloren. Mann, das triggert mich gerade so richtig hart. Das kann man aber nicht machen. Ja. Und was mich auch die ganze Zeit triggert, ist diese Engine, die sie benutzt haben, Alter. Dieses, wie hieß das Ding? Open Dynamics oder irgendwie sowas, was weiß ich. Jedes Mal, wenn die Kamera wechselt, siehst du ständig halt irgendwelche Objekte plötzlich verschwinden oder aufblitzen, weil dem Ding dann ist einfach so, oh, die siehst du ja jetzt gar nicht mehr, oder oh, die kann ich ja in einem höheren Mesh-Level auflösen, weil die Kamera jetzt näher dran ist. Alter, das ist die Engine macht in dem Moment, wo die Kamera gewechselt wird, nein, erst so ein paar Sekunden danach, so nach dem Motto, das ist halt mega kacke. Das hätten sie echt besser machen können, also, wie auch immer diese Engine gebaut hat, also, ne Leute, als ihr das guckt und ihr habt das Ding verzapft, du, böse, böse, das gibt eine Rüge. Ja. Oder es ist halt einfach wirklich nur so drei random Missionen, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben. Hauptsache, das ist Star Wars und du kannst Leute verprügeln oder so. Das ist das Einzige, wie ich das irgendwie noch vereinbart kriege. Einfach für Leute, die das Spiel so cool fanden, so wie ich zum Beispiel, aber dann irgendwie auch von diesem Bonus-Level wiederum enttäuscht sind, weil die einfach nichts zusammenpassen. Die sind einfach so random. So reingeworfen und auch wieder fertig. Und du denkst so, wow, Kontext oder so. Ja, bin mal gespannt, wie es mit den anderen beiden weitergeht. Also, wir haben ja dann noch Jedi-Tempel und Tatooine, war das? Oder war es Tatooine dann Jedi-Tempel? Also, die anderen beiden auf jeden Fall noch. Ja, ich lasse die Credits einfach der Vollständigkeit halber durchlaufen. Ja, ich sag schon mal, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Bist du einer von den anderen beiden Kurz-Story-Dingern, die nicht so den Rest zu tun haben. Oder so. Ach, Physics bei Open Dynamics Engine, okay, gut. Aber ich finde es interessant, dass diese komischen Cloth-Physics nur bei Vader im Hauptspiel funktioniert haben, ne? Also, wenn wir uns mal erinnern. Beim Zarkiller war die Klamotte immer steif gefühlt, aber bei Vader war es halt so, dass der Mantel schön geflacht hat. Also, wop, auch im Intro-Level. Mit D9WK. Naja, wie auch immer. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen und das ist gruselig. Ah, danke. Wir sehen uns dann in Jedi-Tempel wieder. Ja. Und dann nochmal auf Tatooine. Also bis dahin. Vielen Dank fürs Dabeisein, auf Wiedersehen und tschüss.